Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns in Schnittermark und zwar sind wir ganz hier unten in der Nähe vom Wegschrein von Mondhöhe und hier bei diesen, ja, Dörfchen, sage ich mal, Weidenhain, da gibt es unsere nächste Quest und das dürfte, genau, die Person sein, die hier unten steht. Möge das Grün euch behüten, Reisende. Ja, gleichfalls. Willkommen in unserer verschlafenen kleinen Stadt namens Waldenhain, Reisende. Wir machen den besten goldenen Honigmet, ungewöhnlich und schmackhaft auf der Zunge. Nun, das tun wir, wenn wir nicht alle durcheinander sind. Besoffen oder was? Was meint ihr? Wir haben da eine Reihe von Bienenstöcken, wisst ihr? Wir wollten ein Stück des Waldes roden, um zu expandieren, und wir haben eigens einen Magier angeheuert, der dafür sorgen sollte. Jetzt hört man plötzlich überall in der Stadt, es gebe da irgendein Problem. Aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Mit wem sollte ich sprechen, falls ich euch aushelfen möchte? Ich würde sagen, ihr sprecht am besten mit Baumtane Ranit. Sie leitet unsere kleine Stadt hier. Sie hat das größte Haus in der Stadt, das mit den zwei Knollen. Man kann es gar nicht verfehlen. Einen schönen Tag noch, Reisende. Ja, so wird man die Leute auch los. Das werde ich tun. Vielen Dank, vielen Dank. Wir schauen mal. Ach, da gibt es auch noch eine Quest. Haha, da werde ich euch sagen, welche das ist. Es kommt nämlich noch eine Quest in einem Dörfchen, wo man nach Belieben die Leute umbringen kann, weil es dort keine Wachen gibt. Aber ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr natürlich trotzdem Kopfgeld bekommt, wenn andere Leute euch sehen. Hallöchen. Ah, willkommen. Im Moment habe ich einen Gast. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Jemand, mit dem ich auf dem Weg in die Stadt sprach, erwähnte, ihr hättet irgendein Problem. Ach, die Leute verbreiten schnell Gerüchte. Da habt ihr schon die Wahrheit gehört. Wir haben einen Altmeermagier angeworben, der den Wald oberhalb des Dorfes roden sollte, um mehr Platz für unsere Bienenstöcke zu schaffen. Er ist jetzt schon ein paar Tage hier, und wenn er seinen Vertrag nicht bald erfüllt. Ich verstehe nicht so ganz, wo das Problem liegt. Nun, wenn er den Vertrag nicht bald erfüllt, dann wird er seine Frau essen müssen. Alania scheint mir ein Was? wunderbares Mädchen zu sein, und ich will nicht, dass das passiert. Was? Warum? Wir sind einfache Leute hier und wissen nur wenig über Magie. Als Teil unseres Vertrags hat Alania sich als Paktgeisel angeboten. Ich möchte Meister Pirkalmo gerne mehr Zeit für das Wirken seiner Magie einräumen, aber er hat nicht mehr viel Spielraum. Gibt es einen Weg, wie ich verhindern kann, dass das passiert? Im Zelt des Magiers sind einige Papiere und persönliche Gegenstände. Vielleicht könnt ihr nachschauen, ob irgendetwas davon die Verzögerung erklärt. Und, vielleicht kann Alania euch einen Hinweis geben, wonach ihr suchen solltet. Ich werde sein Zelt durchsuchen. Ich bete zum Grün, dass ihr uns dabei helfen könnt, dies alles aufzuklären. Keiner hier möchte, dass dieser Vertrag scheitert. Ja, das will ich doch hoffen, nicht, dass alle ja Kannibalen werden. Könnt ihr mir noch mehr über diesen Vertrag erzählen? Ja, das kann ich. Wir haben Pirkalmo angeworben, um die Bäume oberhalb des Dorfs zu roden. Wir sind eine fromme Gemeinde und wir halten uns so genau wie möglich an den Grünen Pakt. Die Bäume zu unserem eigenen Vorteil zu fällen, wäre ein klarer Verstoß gegen unseren Glauben. Okay. Der grüne Pakt? Das ist die Philosophie. Die religiöse Weltsicht des Großteils meines Volkes. Wir erachten den Wald als heilig und der Pakt verbietet uns, Pflanzen und Bäumen Schaden zuzufügen. Es kann manchmal etwas unbequem sein, unserem Glauben treu zu bleiben, aber wir schaffen es. Es ist also in Ordnung, wenn Pier Calmo die Bäume entfernt, aber nicht ihr? Ja, es ist uns verboten, dem Wald durch unser direktes Handeln zu schaden. Aber wenn ein Ungläubiger, ein Außenseiter die Bäume rodet, insbesondere dann, wenn es uns Gläubigen zugutekommt, das ist kein Problem. Das ist ja schon so ein bisschen hinterfotzig, ne? Also mir fällt ja jetzt gerade kein besseres, also hinterhältig, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Okay, warum aber ein Magier? Könnte nicht jeder diese Bäume roden? Ja, natürlich. Bevor Pirkalmo in die Stadt kam, wollten wir ein paar Khajiit aus Knokar anheuern, um die Arbeit zu übernehmen. Aber als er und Alania hier eintrafen,
hat er uns gefragt, ob er sich irgendwie nützlich machen könnte. Also haben wir sein Angebot angenommen. Ja, so. Nachher wäre ich diejenige, die dann hier am Eimer wäre. Könnt ihr mir die Sache mit der Paktgeisel erklären? Das ist etwas komplizierter. Bei dieser ganzen Angelegenheit geht es um einen Vertrag, der gewährleistet, dass ungleiche Partner gleich behandelt werden. Pirkalmo ist ein Magier. Mächtig und belesen. Wir sind nur einfache Brauer. Aber warum sollte er sie essen müssen? Laut unserer Tradition ist die Paktgeisel eine Garantie, dass die mächtigere Partei ihren Teil der Abmachung auch tatsächlich einhält. Wenn Pirkalmo seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt, sind wir gezwungen, seine Frau zu kochen und sie ihm als Untrapper zu servieren. Untrapper? Auf Tamrielisch könnte man es mit Wiedergutmachung übersetzen. Bei uns heißt es, dass man seine Sünden isst, wenn man gezwungen wird, die Untrapper zu verspeisen. Man muss sein eigenes Scheitern in sich aufnehmen. Also ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber ich glaube, das war so vorher nicht in dem Text drin. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Oh, Schätzelein, was liegst du denn jetzt da auf dem Tisch? Oh, du bist die Geisel, oder? Das ist wirklich ein sehr leckeres Getränk. Mhm. Eine Geisel des Pakts zu sein, erweist sich wirklich als sehr angenehm. Schon leicht beschwipst, kann das sein. Ranef macht sich Sorgen wegen Pirsalmo. Sie hat vorgeschlagen, dass ich mit euch spreche. Oh, dieser törichte Pirkalmo. Ja, er lässt sich Zeit, keine Sorge. Er wird das schon richtig hinbekommen. Ich wette, er hat bloß irgendwelche Komponenten für das Ritual vergessen. Oder sogar das ganze Ritual selbst. Hm. Das ist ihm auch schon mal passiert. Dieser törichte Pirkalmo. Ach du Schande. Glaubt ihr, dass er dann vielleicht etwas Hilfe gebrauchen könnte? Ich wette, er würde jede Hilfe zu schätzen wissen, die ihr ihm gewähren könnt. Pirkalmo ist eine freundliche und sanfte Seele. In der Gilde war ihm das keine große Hilfe. Aber ich liebe ihn dafür umso mehr. Habt ihr keine Angst? Oh, nein, 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 ganz und gar nicht. Ranit war sehr freundlich zu mir und Pirkalmo hat mir alles über diese Geiselsache erzählt. Er meint, das wäre nur eine reine Formalität und ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Also mache ich mir auch keine. Mhm. Das liegt nicht an dem Met oder was, was ich jetzt da hinten in den Dingern gefunden habe. Na gut, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch irgendwas zu viel von Mondzucker angenommen oder sowas. Ich bin mir nicht so sicher. Nun gut, schauen wir uns mal die Sachen an. Tamrielische Kalligraphie, Kapitel 7. Ich bin mir nicht sicher, ob das so zum Thema gehört. Tinten von Walenwald. Ja, ich denke, das hat was mit dem Ritual zu tun, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Könnt ihr euch aber gerne durchlesen. Vielleicht werdet ihr noch zum Meisterkalligrafen. Wer weiß. Wobei Kalligrafie ja was Schönes ist. So, werter Pirkalmo, eure Begeisterung und eure Bereitschaft, erheblichen Widrigkeiten die Stirn zu bieten, haben mich schon immer beeindruckt. Die arroganten Fallstricke des Verschwenders werden euch niemals heimsuchen. Ein Segen, der euch auf euren künftigen Bemühungen helfen wird. Auch wenn es mir fehlen wird, dank euch andere lehren zu können und ich bin mit Trauer feststelle, dass ich eure Ausbildung nicht beenden kann, würde ich meine Pflichten als Lehrmeister vernachlässigen, wenn ich euch nicht eine letzte Lektion erteilte. Aus diesem Grund habe ich ein Ritual für euch zusammengestellt, das Wichtigste, das ein Magier eures Kalibers lernen kann. Mit seiner Hilfe könnt ihr die Ursache eines jeden Unheils herausfinden, mit dem ihr euch konfrontiert seht. Wenn ihr euch erneut inmitten einer plötzlichen Katastrophe befindet, sollte dieser Zauber euch in meiner Abwesenheit auf den Weg zu einer Gegenmaßnahme bringen. Ihr benötigt Folgendes: das Chitin einer Reifzecke als Schutz vor Widrigkeiten, 5 Fackelkäferpanzer, diese Glückszahl, 1 Kernholzfragment als Anker. Als Anker wohin? Also, einen Anker hat man ja normalerweise, wenn man in einer anderen Welt psychisch ist. Kombiniert diese mittels meines eigenen wunderbaren Verbindungszaubers mit Kylandoras oder so, findet Zauber und der Zauber sollte sich mehr oder weniger von selbst wirken.
Bisher ist mir noch kein Name für ihn eingefallen. Ihr könnt euch gerne selbst einen ausdenken. Vielleicht Pyrkalmos Notfallverwendung. Ihr könnt eure neu gewonnene Freizeit sicher nutzen, um euch etwas Gutes einfallen zu lassen. Euer früherer Lehrmeister Tellinger. Oha! Ich weiß, dass ihr mit diesem Zauber vertraut seid, da ich bereits vor meinen Lektionen mehrere Male gesehen habe, wie ihr ihn gewirkt habt. Aha! Das absichtliche Zurücklassen der eigenen Aufzeichnung, um einen Zauber zu üben, war schon immer eine überraschende Art und Weise, das Wirken unter Druck zu üben. Aber jedem das Seine. So. Dann haben wir noch einen unvollendeten Brief. Was macht ihr in meinem Zelt? Nach Summer's End? Überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich muss mal eben hier was lesen, bitte. Mutter, ich schreibe euch aus Schnittermark im nördlichen Teil von Walenwald. Die Tinte, die ich nutze, wird vor Ort hergestellt und enthält mehrere erwähnenswerte Eigenschaften, die sie von Tinte aus Summer's End unterscheidet. Vielleicht versteht ihr ja die mathematischen Gleichungen, die ich an den Rand geschrieben habe. Betrachtet diese Elemente als meinen Beweis, dass die Entfernung von der Heimat nicht die geistige Schärfe oder Leistungsfähigkeit schmälert. Wie ihr wisst, war das, woran wir glauben, nur selten in Eintracht. Und so sollte es keinen von uns überraschen, dass unsere Lebenspfade so drastisch voneinander abweichen. Wisset, dass ich gegen euch ob eurer Worte vor meiner Abreise keinen Groll hege. Nehmt meine stille Antwort als Zeichen meiner Liebe euch gegenüber. Ich wollte nicht unmäßig antworten. Mein Wissen über die Welt hat sich mit Pyrkalmo an meiner Seite vertausendfacht. Und ich glaube mittlerweile, dass es das Schicksal einiger Altmeer ist, abseits von Summer's End zu leben. Die Gaben, die wir für uns selbst entdeckt haben, an andere weiterzugeben. Pyrkalmo und ich haben vor, nach Summer's End zurückzukehren. Und ich hoffe, dass ihr die Zeit findet, uns... Ja, und da bricht es ab. Und ich denke, das könnte der Typ sein, der jetzt hier im Hintergrund ist, dass das so eine Art Lehrling ist. Seine Einkaufsliste. Okay, 10 Kiele, Papier hochwertig, Papier minderwertig. Wieso hochwertig und minderwertig? Verstehe ich nicht. Keine Glasflaschen, kein Metall dieses Mal. Warum? Verbrennungssalbe. Oh, ja gut, wenn er Experimente macht. Seide in Streifen. Für seine Freundin, okay. Aber wieso ein Streifen? Soll die halbnackt da rumlaufen? Holzlack zum Reparieren von Schäden durch die Metallflaschen? Okay, jetzt, aber warum dann keine Glasflaschen? Metallverschlüsse, 2 Handvoll für, okay, also für die Flaschen oder was? Holzschienen, wozu braucht Alana die denn? Ja, woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil sie sich mal die Knochen gebrochen hat oder sowas, keine Ahnung. Wir beschränken uns jetzt wieder auf die Quest. So. Oh, du bist das. Oh, hallo. Ihr seid nicht aus Weidenhain. Ihr durchwühlt meine Sachen. Kann ich euch behilflich sein? Ich? Nein, ich würde sowas niemals tun. Ihr seid Pyrkalmo, ich bin hier, um zu helfen. Den Acht sei Dank. Ich könnte wirklich etwas Hilfe brauchen. Irgendetwas ist schrecklich schiefgegangen und ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich hätte Ihnen niemals sagen dürfen, dass ich ein mächtiger Magier bin. Meine arme Alania. Ich will sie nicht essen. Oh je. Ich habe ein Ritual in eurem Zelt gefunden. Könnte das helfen? Ein Ritual? Oh, das Ritual, das Meister Tellinger mir geschickt hat. Ihr habt recht. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wir werden nur die richtigen Zutaten sammeln müssen. Würdet ihr sie für mich besorgen? Ich sollte mich wirklich um die Dinge auf dem Hügel kümmern. Mhm. Das war mir irgendwie klar. Das kann ich machen. Was soll ich holen? Das Chitin einer Reifzecke, 5 Fackelkäferpanzer und ein Kernholzbruchstück. Ich weiß nicht. Vielleicht weiß Ranet, wo ihr diese Sachen finden könnt. Ich muss zurück auf den Hügel. Sucht mich auf, sobald ihr die Sachen habt. Habt vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ein Kernholzbruchstück. Ja, das könnte komplizierter werden. Ich treffe euch dort, Pyrkalmo. Ich könnte mir auch gut vorstellen, worum es hier geht. Aber ich meine, die Quest wäre weiter oben gewesen. So, nicht weglaufen. Moment, Fackelkäfer. Ich kann auch mit Ranet sprechen, aber wir haben ja, wie viele Fackelkäfer brauche ich denn? Ach so, 5 Stück. Ach so. Ich kann hier übrigens auch angeln. Fällt mir ein, mit dem Account muss ich noch den Meisterangler machen. Sollte ich mich vielleicht auch mal irgendwann ransetzen.
Mit meinem Main-Account, also dem privaten, habe ich den ja schon gemacht. Das hat wahnsinnig lang gedauert. Besonders die Sache mit Cyrodiil. Das war echt ätzend. Weil immer, wenn man am Angeln war, kam irgend so ein Vollhonk an und hat einen getötet. Ja, was soll man sagen, ne? Manche Menschen haben halt nicht viel im Kopf. Die denken sich, oh, leichtes Opfer, hauen wir mal einfach drauf, beziehungsweise schießen wir drauf. Sollen wir das jetzt von drinnen oder von hier hinten holen? Ich glaube von drinnen. Jetzt bin ich aber gerade hinten, jetzt hole ich die Sachen. Es tut mir leid. Kernholz. Kriege ich das auch hier raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Walenwald lebt weiter, weil ihr das Schleiererbe besiegt habt. Ich verneige. Ja. Ist sie das jetzt wieder? Ah ja, natürlich. Okay, komm, wir reden mal. Ich hoffe, es war etwas Nützliches im Zelt. Ich sorge mich langsam, wie die anderen Dorfbewohner auf diese ständigen Verzögerungen reagieren werden. Ja, ich muss einige Ritualkomponenten für Pirkalmo finden. Ah, dann ist ja gut. Wonach sucht ihr? Vielleicht kann ich helfen. Ich brauche nur ein Kernholzbruchstück. Oh, Kernholz. Das sollte es in jedem unserer gewachsenen Häuser geben. Wenn die Grünsprecher Bäume zu Häusern formen, bleibt dadurch oft ein verkümmertes und nutzloses Stück Kernholz zurück. Wir behalten es zur Zierde, aber es dürfte niemanden stören, es loszuwerden. Wisst ihr, wo ich etwas Reifzeckenchitin finden kann? Sarolion sollte welches haben. Er ist ein Händler. Er zieht kreuz und quer durch Walenwald, aber er kehrt immer zu uns nach Weidenhain zurück. Meistens hat er noch etwas Chitin von seinen Reisen in die südlichen Wälder. Das ist gut. Und in feinster Tamrieller Manie werde ich einfach mal hier die ganzen Häuser jetzt durchwühlen. Es sind immer noch so viele. Ich dachte, dann wären die weniger. Gehen wir mal. Dürfen wir hier rein? Wie hieß der Typ? Ich weiß es nicht mehr. Hallo, guten Tag. Aber bei dir finde ich, glaube ich, doch. Bei dir finde ich ein Kernholzbruchstück. Hätte ich fragen sollen, ich nehme mir das einfach mal. Ist alles okay, oder? Ich bin wieder weg. Tschüss. So. Hallo, guten Tag. Was verschachert alles? Ich habe Waren von der Mark und bis nach Walenwald. Also man kann ja über das Spiel sagen, was man will, aber die Namen, die hier stellenweise drin sind, die sind einfach nur geil. Ich suche nach etwas Reifzeckenchitin. Ich habe da noch etwas Chitin auf Lager. Und ich würde es euch gerne verkaufen, aber ihr kommt nicht aus der Gegend, oder? Ich bräuchte einen Gefallen. Sind wir heute nett oder schüchtern wir ihn ein? Komm, der Händler kommt mir so vor, als ob er nicht... Also er hat schon Muckis, aber ich glaube, der hat Angst vor irgendwas und er will irgendwas haben. Wir fragen mal, was ist das für ein Gefallen? Das ist alles so dumm. Vor ein paar Monaten reiste ich durch das Grenzgebiet zu Cyrodiil und traf auf eine Gruppe Flüchtlinge. Ich kam mit einem kleinen Mädchen ins Gespräch, das seine Familie verloren hatte. Am Ende habe ich sie an Kindesstatt angenommen und mit nach Hause gebracht. Zusammen mit einer schönen Stange Geld. Wo liegt denn das Problem? Die größte Klatschtante dieses Dorfes, eine Dame namens Malesse, begann sofort Gerüchte zu kochen. Sie verpasste mir den Spitznamen Verschachert alles. Ach so. Es wäre mir recht, wenn dieses Gerede aufhören würde. Meiner Tochter zuliebe. Könnt ihr sie davon überzeugen, einfach nur den Mund zu halten? Ich werde mit dir sprechen. Möge Auriel über euch wachen. Vielleicht sagt ihr Malesse nur, dass meine Tasia adoptiert ist. Und dass ich nicht will, dass sie sich hier nicht willkommen fühlt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe diese Frau nicht. Okay, ja, wir können uns mal kurz reparieren lassen. So, das ist die hier. Dann schüchtern wir die halt ein, wenn wir können. Willkommen, willkommen. Wir haben viele interessante Leute hier, wie den Händler Sarolion. Er kann mit Sicherheit ein, zwei Geschichten erzählen. Ja, ich weiß, woher ich die Stimme kenne. Von der, ich glaube, dritten Staffel von H2O. Diese Meerjungfrau, die in dieser geilen Hütte da gewohnt hat, mit dieser weißen Katze, Person oder so hieß die, glaube ich. Die hatte genau diese Synchronstimme. Aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Aber falls ihr das auch mal gesehen habt, dann wisst ihr bestimmt, wen ich meine. Ihr müsst damit aufhören, Gerüchte über Sarolion zu verbreiten. Warum sollte ich?
Hat euch dieser Stelzbock diesen Floh ins Ohr gesetzt? Ich spreche doch nur das Offensichtliche aus. Er kommt urplötzlich mit einem Haufen Geld und einer neuen Tochter nach Hause? Da muss er sich doch noch irgendwo anders amüsiert haben. Ich sag es euch, er hat eine Nachtblüte in der Stadt. Was ist das denn? Sarolions Tochter ist adoptiert. Sie ist adoptiert? Ihr meint also, er ist... Wow, das ist ja richtig lieb von ihm. Hoffentlich habe ich mir jetzt nicht all meine Chancen bei ihm verdorben. Moment, das habt ihr nicht gehört. Ich werde aufhören, diese Gerüchte zu verbreiten. Gut. Sorgt dafür, dass ihr das tut. So, ich wollte dich eigentlich einschüchtern, aber du scheinst ja doch ganz nett zu sein. Okay. Habt ihr mit Malesse gesprochen? Ich habe mit ihr gesprochen und sie willigte ein, keine Gerüchte mehr bei euch zu verbreiten. Sie schien euch wohl sogar sehr zu mögen. Das drückt sie aber sehr speziell aus. Ich meine, nun, so schrecklich war das jetzt alles auch wieder nicht. Ich habe die Aufmerksamkeit sogar ein bisschen genossen. Sei's drum. Chitin. Ihr braucht Chitin. Hier. Könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr haben, weil ich immer für meine Handwerksdailies alle 2 Tage Schlammkram-Chitin brauche und nie welches da habe. Du kannst mir gerne ein bisschen mehr dafür geben. Vielen Dank, Sarolion. Habt Dank, dass ihr mit ihr gesprochen habt. Sehr nett von euch, dass ihr euren Hals zu einem Fremden hingehalten habt. Ja. Ich hätte der sonst einfach eine aufs Maul gegeben, das wäre ja nicht schlimm gewesen. Nein, ich bin kein aggressiver Typ. Also zumindest nicht in der Realität. Manchmal in Teso vielleicht. Sollen wir uns schon oben mit dem treffen? Wir sollen schon oben mit dem... Doch, das ist doch hier, oder? Moment, wo ist denn die Treppe hier hoch? Das ist das. Da muss ich ein bisschen zurücksetzen, weil man das da besser sehen kann. Ja, ja, doch, das ist hier. Oh, aber das ist cool, weil ihr seht nämlich jetzt hier alles rot und die werden alle gelb, nachdem wir fertig sind. Müssen wir nur mal gucken. Am besten reiten wir da durch. Ja. Weil die dann nicht so schnell angreifen normalerweise. Bin da. Meine Freundin aus dem Zelt. Freut mich, euch wiederzusehen. Habt ihr die Ritualkomponenten gefunden? Also streng genommen haben wir vor dem Zelt miteinander gesprochen. Aber ja, habe ich. Piercalmo, was geht hier oben vor sich? Ich weiß nicht, was ihr damit meint. Hm. Es ist alles in bester Ordnung. Mhm. Wirklich alles. Der Wald ist voller Atronachen. Ah, sie sind euch aufgefallen. Nun, das stimmt. Ich hatte vor, ein einfaches magisches Mittel zu beschwören, um die Bäume zu roden. Meine Leute, wir gehen keine Pakte mit Daedra ein. Ihr wisst schon. Aber irgendetwas lief falsch. Sehr, sehr falsch. Und was nun? Das Ritual. Ich habe ihr alles bereit gemacht und doppelt überprüft, um ganz sicher zu sein. Ich brauche nur noch diese Komponenten, die ihr gesammelt habt und... Ja, wir sind bereit. Ich fange einfach mal an. Mhm. Ich schaffe das. Genau wie, wenn ich meine Notizen vergessen habe. Los geht's! Das wow, wird dann nichts, Meister Telingers Zauber ist einfacher, als ich dachte. Ich denke, ich... Da stimmt etwas nicht. Wo liegt der Fehler? Ich habe es doch richtig gemacht. Es ist... Ich brauche Hilfe! Das dachte ich mir. Ah, ich schaffe es nur gerade so! Funktioniert es? Was stimmt nicht? Den Zauber, den ich gewirkt habe. Er hätte keinen Atronachen herbeirufen sollen. Ich habe etwas Schwierigkeiten, sie zurückzuschicken. Wie kann ich helfen? Ich muss den Zauber mit dem Atronachen verknüpfen. Kerne! Vernichtet die Kreaturen und besorgt mir einen Kern von jeder Elementarart. Und beeilt euch! Okay, ich bin gleich zurück. La, 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 la. Nein, von jeder Kernart. Das heißt, dich brauchen wir einmal. Aber, och Mensch, warum greifst du denn jetzt da an, Funke? Die sollte doch gar nicht sterben hier. Naja, wobei andererseits, wir müssen ja was einsammeln. Sturmatronach und Frostatronach. So, und wir brauchen noch einen Sturmatronach. Hallöchen. Guten Tag, möchten Sie mal ein heutiges Opfer sein? Übrigens, nur so als Tipp für die Zukunft, die werden ja alle gelb, das heißt, die sind dann noch hier.
Heißt mit anderen Worten, wenn ihr mal wieder eine für die Siegel, so eine Daily quasi habt und Atronachen sucht, dann könnt ihr auch hier hingehen. Die sind immer da. Und die spawnen eigentlich auch recht schnell wieder. Ach so, halt, stopp. Hä, wieso habe ich keinen Frostatronachen? Hä? Wieso hat er keinen Kern gehabt? Willst du mich veräppeln? Da hinten ist noch einer. Zählt der auch dazu? Ich weiß es nicht. Heio, heio. Die Frostatronachen machen uns nicht so, weil die geben uns nicht alle Kerne ab. Jetzt hat er schon wieder keinen Kern gehabt. Willst du mich veräppeln? Hinten ist noch einer. Kann doch nicht sein, dass die jetzt hier keine Kerne kriegen. Ah, jetzt, okay. Ich wollte schon sagen. Also von jedem kann ich einen besiegen und dann ist gut. Aber von denen muss ich jetzt drei besiegen, damit ich einen Kern kriege. Das ist auch irgendwie blöd. Naja, gut. Aber ihr habt's gesehen, ne? Sturmatronachen sind hier, Flammenatronachen und Frostatronachen. Was ist hier los? Habt ihr etwa Daedra in unseren Wald beschworen? Wir arbeiten daran. Bitte, ich versuche... Ihr seid ein Ungeheuer. Unser Vertrag ist beendet. Das Grün hat gesprochen. Nein, wartet. Stell dich doch nicht so an, die sind doch gleich wieder weg. Sie schien sehr verärgert zu sein. Sehr verärgert. Ach, das ist eine Frau, die kriegt sich schon wieder ein. Ich habe die Kerne. Worum ging es hier gerade? Alania, nein! Jetzt, wo Ranit gesehen hat, was hier geschieht, wird sie kochen. Ich muss los. Ich habe versagt. Bitte, ihr müsst mir helfen, dies in Ordnung zu bringen. Ja. Deshalb sind die Atronachen hier, richtig? Nein, nein, begreift ihr denn nicht. Für gewöhnlich scheitere ich bei allem. Dieser Zauber hat zu gut funktioniert. Ich wollte nur ein einfaches, magisches Konstrukt und er hat Dutzende von Atronachen beschworen. Irgendetwas hat mein Ritual beeinflusst. Es verdorben. Also, was machen wir? Nehmt diesen Zauberstab. Ich habe ihn vom Meister Telinger geborgt, bevor ich die Gilde verlassen habe. Ihr könnt ihn benutzen, um die Quelle der Verderbnis auszumachen. Ich muss zu Ranit. Ich muss meine Frau retten. Wieso retten? Also, wenn, dann soll sie ja gegessen werden. Aber sie hat ja gesagt, dass sie das Ganze rückgängig macht. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück, Per Kalmo. Und ich darf jetzt mal wieder die Atronachen hier besiegen, oder was? Findet die Quelle der Verderbnis. Ach stimmt, da war noch was. Doch, daran kann ich mich erinnern. Wir müssen... Wir müssen dem folgen, auf jeden Fall. Und jetzt? Geht der immer nur 2 Meter und dann ist das weg, oder wie? Kann ich nicht direkt einfach Richtung Feuer gehen? Also hier durch die Feuertronare? Na, ich gehe mal davon aus, ich muss hier durch. Erforscht die Höhle! Och, da hätte ich auch direkt hier die ganzen Dinger holen können. Komm, wir laufen jetzt einfach. Funke, komm mal mit. Es ist mir hier zu lästig. Ach nein. Sterbliche, kommt mal hier rüber. Das dauert doch noch ein bisschen länger, Funke. Wir müssen noch mal eben... So, jetzt komm mal rein. Das wird hier, als ich das hier schon gesehen habe, da war mir schon alles klar. Ja. Moment, erstmal lesen, das hatte ich gesehen. Alles über die Mark, Kapitel 6. Die Gerüchte über einen finstern Kult in der Mark erbären jeglicher Wahrheit. Das kann ich euch versichern, werter Leser. Es mag sein, dass sich euch Banditen nach eurem Hab und Gut Leben trachten. Aber die üblen Fürsten des Reichs des Vergessens haben keine Macht in diesem wilden Land. Ja, und dich kennen wir doch. Hey, Sterbliche, wie geht es euch? Hallo, sprechender Hund. Du
kennst den doch schon. Ihr Sterblichen, ihr bringt mich immer zum Lachen. Ja genau, ich bin ein sprechender Hund. Ich heiße Barbas. Ich bin ein Gefährte des dädrischen Fürsten der Wünsche. Ein Kerl namens Clavicus Vile. Warum seid ihr hier? Moment, Moment, dazu kommen wir gleich. Ich wette, ihr seid wegen all dieser Atronachen hier, oder? Dieser dumme Magier hat seinen Zauber mit sich durchgehen lassen. Ja, was wisst ihr darüber? Nun, dieser Altar hier neben mir ist der Auslöser all seiner Probleme. Er hegte diesen stillen Wunsch, dass in seinem Leben endlich einmal etwas glatt gehen sollte. Der Altar hat diesen Wunsch vollkommen verdreht und, um ehrlich zu sein, hält er mich auch hier gebunden. Warum seid ihr hier gebunden? Hört zu! Wollt ihr jetzt die Sache für diesen Kerl in Ordnung bringen oder nicht? Seine Frau wird noch gefressen werden, wenn ihr den ganzen Tag herumsitzt und mit Hunden sprecht. Wenn ihr diese Sache in Ordnung bringen wollt, dann müsst ihr den Altar zerschlagen. Na schön, ich werde den Altar zerschlagen. Wir werden beide glücklicher sein, wenn dieser Altar erst zerstört ist. Ihr werdet es sehen. So, werdet ihr mir nun ein paar Fragen beantworten? Sicher, Sterbliche. Was kann euch der alte Barbas erzählen? Könnt ihr mir mehr über Clavicus Vile erzählen? Er ist wie eine nervige Zecke an meinem pelzigen Hintern. Das könnt ihr mir glauben. Er ist der dädrische Fürst der Abmachungen. Man wünscht sich was, geht einen Pakt mit ihm ein und dann gewährt er einem so viel Macht, wie man nur will. Zu einem gewissen Preis natürlich. Was seid ihr? Das ist eine ziemlich unverschämte Frage, findet ihr nicht? Ich bin ein Hund. Schaut euch mal mein kuscheliges Fell und meinen süßen Wackelschwanz an. Ich bin unfassbar niedlich. Warum seid ihr hier unten? Vile und ich haben eine komplizierte Beziehung. Wie kann ich euch das erklären? Ich bin ein Hund, klar? Er hat mich in meine Hundehütte gesteckt. Ich darf nicht zurück ins Haus, wenn mich nicht wer anders aus meiner Hütte lässt. Warum ist der Altar hier? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze, es gab wohl vor langer Zeit einen Kult hier in der Mark. Oder vielleicht markiert er auch die Stätte, an der irgendein wichtiger Pakt geschlossen wurde. Aber heute hat selbst Vile diesen alten Ort vergessen. Ja, und ihn dann auch, ne? Tja! Viel Glück bei was auch immer, Sterbliche. Tja. Ach ja. Wir haben ja schon in der Stadt der Uhrwerke mit ihm Bekanntschaft gemacht. Deswegen war ich jetzt gerade so verwirrt, dass er uns nicht kennt. Ist es jetzt schon soweit? Weil man kann nichts sehen. Ja. Sie sehen auf jeden Fall nicht mehr... Ja, doch, sie sind gelb, genau. Man kann jetzt hier rumlaufen, wie ihr seht. Und so wird das dann auch bleiben. Und hier gibt es auch immer mal wieder... Ich weiß nicht, Schatzkarten sind es nicht, sondern die anderen Karten da. Ist er noch hier oben? Nee, Moment, kehrt in die Stadt zurück, ne? Moment, dann gehen wir mal hier. Wuppdiwupp. Was ist? Hallo? Ihr seid zurückgekehrt. Versucht nicht, euch einzumischen, Reisende. Pirkalmo hat sich das selbst zuzuschreiben. Atronachen, in unserem Wald. Kann man davon... Moment, guck mich mal an, bitte. So, genau. Ich muss unbedingt davon ein Screenshot machen. Also es tut mir leid. Aber ich glaube, das wird mein Coverbild werden. Ihr müsst aufhören. Pirkalmo hat euren Vertrag nicht gebrochen. Wovon redet ihr da? Ich habe die Atronachen gesehen, Reisende. Unser heiliger Wald wird von dädrischen Bestien verwüstet. Ich habe ihm eine Chance gegeben und er hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich wünschte, es wäre anders, aber der grüne Pakt ist da eindeutig. Er muss seine Sünden essen. Oben am Berg war ein dädrischer Altar verborgen. Er hat seinen Zauber beeinflusst. Ihr habt bislang stets ehrenhaft gehandelt und ich habe keinen Grund, euch für eine Lügnerin zu halten. Aber was ist mit den Atronachen?
Wir sind nicht bereit, uns solchen Bestien zu stellen. Ich habe den Altar zerstört. Pirkalmus Magie sollte jetzt ungehindert wirken. Und er kann diese Kreaturen verscheuchen. Ich verstehe. Jetzt ist mir klar, dass Weidenhain jemanden braucht, der sich mit dem Wirken von Zaubern auskennt. Aber in der Zwischenzeit muss ich mich entschuldigen. Ich werde mich darum kümmern, dass Alania auf freien Fuß kommt. Sie hatte unsere grobe Behandlung nicht verdient. Wo ist Pirkalmo? Er wurde in meinem Haus eingeschlossen. Er wurde dort bis zur Essenszeit festgehalten. Geht und holt ihn. Ich werde Alania losbinden und euch dort treffen. Ich werde Ihnen die gute Nachricht überbringen. Das ist irgendwie immer noch ein sehr verstörender Anblick hier. Okay. Habe ich nicht genügend Schwierigkeiten? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du für Schwierigkeiten hast. Ach so, nee, ist in ihrem Haus angebunden, hat sie gesagt. Ist das das hintere? Ja. Moment. Ach so, da muss ich vorne. Ja, die haben das so blöd, dass du erst durch das erste Haus durch musst und dann ins nächste reinkommst. Das ist auch bei dem Haus, was man nicht kaufen kann, so ein bisschen blöd. Pirkalmo, ich habe gute Neuigkeiten. Meine Freundin, sie haben mir auf den Kopf geschlagen und mich hier hineingetragen. Ist Alania in Sicherheit? Alania ist sicher. Ich habe Ranef überzeugt, sie nicht zu töten. Wirklich? Den Acht sei Dank. Meine Freundin, ohne euch hätte ich nie herausgefunden, was hier vor sich geht. Vielen Dank. Alania und ich stehen tief in eurer Schuld. Wo ist sie? Sie und Ranef sollten gleich dort am Fuß der Rampe sein. Worauf warten wir da noch? Lasst uns gehen! Ich bin direkt hinter euch. Oder vor dir. Am Fuß der Rampe. Meister Pirkalmo, Herrin Alania, bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe auch gedacht, ich wäre schuld. Was er damit sagen will, ist, dass Missverständnisse dieser Art vorkommen. Wir gehören nicht zu denen, die wegen so etwas Groll hegen. Richtig, ja, genau das. Das habe ich gemeint. Ich würde euch gerne ein dauerhafteres Angebot machen. Wir könnten jemanden mit eurem Fleiß und Wissen gebrauchen. Dem kann ich nicht ganz folgen. Ich möchte nicht, dass Alania... Mein Lieber, sie bietet dir Arbeit an. Als Stadtmagier. Wirklich? Ich meine, ja, natürlich. Wenn du damit einverstanden bist, meine Liebe. Der Gedanke gefällt mir. Aber keine Steintafeln mehr, Ranet. Es wäre uns eine Ehre, euch beide hier zu haben. Und bitte nicht nochmal so einen Pakt eingehen, ja? Wir waren hier viel zu nah an einer Tragödie. Wenn wir Alania zu Unrecht getötet hätten. Die Dinge scheinen sich geklärt zu haben. Vielen Dank, Reisende. Die Berührung eines dädrischen Fürsten kann jedes Wasser trüben. Ich freue mich darauf, mit Meister Pirkalmo zusammenzuarbeiten. Wir könnten jemanden mit seinem Wissen wirklich brauchen. Möge das Grün eure Schritte lenken. Ja, und wir halten sogar Pirkalmos Reifstab. Das ist ein geladener Froststab vom Set Seelenschein. Keine abschließenden Worte. Ist auch nicht nötig. Es tut mir leid, dass die Folge heute ein bisschen länger geworden ist, aber ihr kennt das ja von mir. Ich quatsche auch immer wieder gerne davor und zwischendurch und am Ende. Und ja, damit es nicht noch länger wird, würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und dann muss ich mal in der nächsten Folge gucken, ob wir dann rechts weiter hochgehen. Ich denke mal, wir gehen dann hier auf der Seite weiter hoch mit den Quests. Und ich bin echt gespannt, was noch alles kommen wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung.
und bis zur nächsten Folge. Ciao!